Wunderschönen guten Nachmittag, Freitag, 7. Stunde, FB-Stunde. Aus aktuellem Anlass werden wir heute über Bakterienpopulationen sprechen, also keine Virenpopulationen, sondern Bakterienpopulationen. Und wir werden versuchen, die Mathematik dieser Entwicklung dieser Bakterienpopulationen zu verstehen und suchen ein Modell, mit dem wir rechnen können. Und dieses Modell können wir vereinfacht darstellen, durch ein Matrixprodukt. Und dafür brauchen wir die Anzahl der Bakterien und die Bakterien stellen wir in verschiedenen Generationen dar. Also wir nehmen an, es gäbe Bakterien, die sind jetzt jung, sind neue Bakterien, es gibt solche, die sind etwas älter, noch älter und so ganz alte Bakterien. Also wir teilen das mal ein in 4 Generationen. Wir könnten das Modell auch etwas komplexer machen, 10 Generationen machen oder ja, wird halt etwas größer in der Berechnung. Das Prinzip ist dasselbe. Gell? Also schreiben wir mal auf. Es gibt also die Generationen der Bakterien. Und diese Generationen stellen wir dann dar, gell? Und zwar wir brauchen die Anzahl der Bakterien in den verschiedenen Generationen. Gell? Also das ist Generationen der Bakterien, schreiben wir Anzahl. So. Mit einer Anzahl können wir dann rechnen. Und zwar G1, das sind die neuen Bakterien, die jungen Bakterien, G2. Also diese haben schon eine Generation gelebt und sind jetzt in G2, etwas älter als G1. Dann G3, sind noch etwas älter und schlussendlich G4. Das sind unsere Anzahl von Bakterien in verschiedenen Generationen. Zum Schluss können wir auch eine Summe bilden, wenn wir wollen. Und dann wissen wir, wie viele Bakterien wir haben. Wie kann das Modell dargestellt werden? Wir können da ein Diagramm machen, ich habe da schon mal eins gezeichnet, und zwar in G1, G2, G3 und G4 stellen wir die Anzahl der Bakterien in den verschiedenen Generationen dar. Und ja, jetzt brauchen wir die Mathematik. Was passiert, wenn wir einen Schritt weitergehen, wenn also dieses Modell ein diskretes Modell ist? Und es sei auch deterministisch, diskret und deterministisch, dann können wir zeitliche Schritte machen, also kein Kontinuum, sondern Schritte. Und wie funktioniert das jetzt? Also immer vereinfacht, weil also es funktioniert so, dass wir sagen, aus der ersten Generation überlebt ein bestimmter Prozentsatz der Bakterien und wird zur zweiten Generation. Ja, und wie überleben die? Die überleben durchs Produkt. Gell? Also die Anzahl in der ersten Generation mal einen bestimmten Faktor, B1 haben wir jetzt geschrieben, das wird dann G2. Und ja, dieser Faktor B1, der ist sicher größer 0 oder gleich 0, wenn alle sterben, aber wir nehmen mal an, dass schon jemand übrig bleibt da, gell? Also größer 0. Und maximal 1, also maximal, wenn alle überleben, dann wäre es 1, also ja, zwischen 0 und 1. Und dasselbe dann zwischen G2 und G3. Wir haben wieder einen Faktor B2, der besagt, dass zum nächsten Zeitpunkt alle Bakterien G2 mal B2 zu G3 werden. Und dann wieder der nächste Schritt, gell? Also nachdem wir 1, 2, 3 Schritte gemacht haben, haben wir dann wieder einen bestimmten Faktor B3 mal G3 ergibt dann die Anzahl der Bakterien in G4. Ja, das wäre jetzt unser einfaches Modell. Aber ja, dann ist Schluss, gell? Also nach G4 haben wir keine mehr. Wie schaut es jetzt aus, wie entstehen die neuen Bakterien? Also die neuen Bakterien können wir mathematisch dann auch so darstellen, dass wir aus G1, einem bestimmten Faktor ja mal R1, die neuen Bakterien haben, die aus G1 entstehen. Aus G2 können welche entstehen, und zwar G2 mal einen bestimmten R2.
aus G3, also G3 mal einen bestimmten R3, ergibt den Beitrag aus der dritten Generation, und G4 mal R4 ist der Beitrag aus der vierten Generation. Ja, das ist jetzt anschaulich, das kann man rechnen, also immer von einem Schritt zum anderen, also von seinem Zeitpunkt D zum Zeitpunkt D plus Delta D, also immer einen Schritt weiter. Ja, was machen wir mit dem? Das haben wir jetzt gespeichert, weil wir haben es auch exportiert, und jetzt können wir es verwenden. Und wenn wir das jetzt da einfügen, weil okay, gehen wir her, sagen wir also einfügen, Bild, sind wir schon da, Bakterien, also SVG, eine skalierbare Grafik, so, groß, etwas kleiner machen, so, das reicht. Ja, wir haben gesagt, das sind alles Produkte, und wenn wir das jetzt mal so aufschreiben wollen, so, aha. Also, Bild, Umlauf, nicht dynamisch, sondern kein Umlauf. So. Also, wir haben gesagt, G1, das sind die Jungen. Die, wie entstehen aus was? Die entstehen aus den verschiedenen Beiträgen. Also G1 mal R1 ist der Beitrag aus G1. G2 mal R2, der Beitrag aus G2 und so weiter. Gell? Also, das da, das sind eben immer die zum neuen Zeitpunkt. Gell? Also, das da zum Zeitpunkt D plus ja, Delta D. Und ja, die ergeben sich aus dem alten Zeitpunkt. Gell? Also, aus G1 mal was mal R1 plus G2 mal R2 plus G3 mal R3 plus G4 mal R4. Ja, und das ist da ja zum Zeitpunkt D. Und dasselbe dann ja für G2. Für G2 haben wir was? Generation 2 zum Zeitpunkt ja, D plus Delta D. D plus Delta D. Zum neuen Zeitpunkt ist was? Das ergibt sich aus den Überlebenden aus G1 zum Zeitpunkt vorher. Also G1 mal B1. Und zwar der Zeitpunkt vorher. So, schön. So könnte man es hinschreiben. Wir könnten das aber jetzt auch mit unserem Matrix-Modul bestimmen. Wir haben ja die Matrix-Multiplikation implementiert, ausgerechnet. Und ja, jetzt wollen wir das mal hinschreiben als Produktteil. Also, ja, da Punkt, Punkt, Punkt. Das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Aber das Produkt der Matrix, das interessiert uns. Wie können wir das darstellen? Es gibt unter LibreOffice, auch unter Microsoft Office, gibt es das, die Möglichkeit, eine Formel einzufügen. Gell? Formel. Schön. Jetzt haben wir den Formel-Editor geöffnet. Hier wird dann unsere Formel sein. Und das wollen wir jetzt als ja, als Matrixprodukt darstellen. Also die neue Generation ist das Produkt einer Matrix mal der alten Generation. Also nicht mehr vier Zeilen von irgendwelchen Ausdrücken, sondern ein Ausdruck mit Matrixmultiplikation. Ja, dann wollen wir das mal darstellen. Also einmal linke Klammer auf, dann die rechte Klammer geschlossen. Und hier dazwischen kommt die neue Generation. Die neue Generation, die ist zum Zeitpunkt ja, D plus Delta D. Okay, das ist gleich, da schreiben wir dann weiter. Also hier weiß er noch nicht, was kommt. Und hier
müssen wir das hineinschreiben. Also hier kommt der neue Vektor, der neue Vektor aus den verschiedenen Bakterien. Also haben wir die Populationen in allen vier Generationen, die wir darstellen müssen. Also das können wir jetzt mit einer Matrix machen. So. Und zwar brauchen wir dazu 4 Zeilen, also wird es, Moment, 3x Trenner, okay, und zwar ja, haben wir da G1 geschrieben, G2, G3 und G4. Also die Bakterien zum Zeitpunkt D plus Delta D in den Generationen 1, 2, 3 und 4. Die ergeben sich aus was? Die ergeben sich aus einer Multiplikation einer Matrix und der alten Generation. Also brauchen wir was? Wir brauchen also das alles dort wieder. So, also können wir es auch kopieren. So, okay. Aber ohne plus Delta D, sondern eben zum Zeitpunkt D, zum alten Zeitpunkt. Okay, so. Und hier hinein, also das wird ein Produkt, also dort, es wird ein Produkt, aus was denn? Aus einer Matrix. Und diese Matrix, naja, wie muss die ausschauen? Also wenn wir die Matrix mal einen Vektor haben, dann muss sie so viele Spalten haben, wie der Vektor Zeilen hat. Also hat sie auf jeden Fall mal 4 Spalten. Und wie viele Zeilen muss sie haben? Sie muss so viele Zeilen haben, wie der Ergebnisvektor Zeilen hat. Also der Ergebnisvektor hat 4 Zeilen, der ursprünglich hat auch 4 Zeilen, also hat die Matrix so viele Zeilen wie der Ergebnisvektor hat, also 4 Zeilen, und so viele Spalten wie der ursprüngliche Vektor, also auch 4 Spalten. Das ist also eine 4x4 Matrix. Ja, jetzt wollen wir das mal hinschreiben. Also haben wir in der ersten Zeile 3 Trenner. Dann kommt die nächste Zeile, 1, 2, 3 mal, dann kommt die dritte Zeile, 1, 2, 3 mal und dann kommt die vierte Zeile. So, und jetzt müssen wir hinschreiben, was wir brauchen. Ja, wie leiten wir das her? Also das Produkt der ersten Zeile mit der ursprünglichen Spalte soll G1 ergeben. Also ja, Matrixprodukt immer Zeile mal Spalte. Zeile mal Spalte. Also die erste Zeile mal die alte Spalte ergibt G1. Und ja, was muss da rauskommen? Da muss dieser Ausdruck rauskommen. Also G1 mal R1 plus G2 mal R2 plus G3 mal R3 plus G4 mal R4. Also brauchen wir in der ersten Zeile R1, R2, R3 und R4. Das ist also die erste Zeile. Die zweite Zeile. Die zweite Zeile ergibt was? Die zweite Zeile ergibt G2. G2 wird aus G1 berechnet. Also brauchen wir nur G1 mal B1. G1 ist im, ja, jetzt sieht man es hier recht schlecht, gell? Also G1 mal, also wird es die zweite Zeile, erste Spalte. Dort muss B1 hinein. Also B1 und die anderen sind 0. Es gibt für G2 keinen Beitrag aus G2, keinen Beitrag aus G3 und keinen Beitrag aus G4. So, weiter. Dritte Zeile. Die dritte Zeile
bestimmt, was G3 wird. G3 entsteht aus G2. Und zwar wie viel von G2? Also von G2 B2 mal. Also aus G1 haben wir keinen Beitrag, aus G2 haben wir B2, aus G3 nichts und aus G4 nichts. Also haben wir was? Haben wir 0, B2, 0 und 0. Das ist die dritte Zeile. Und die vierte Zeile bestimmt das G4. Das G4 entsteht aus dem G3. Also muss dieses B3 wohin? In die dritte Zeile, na, vierte Zeile, dritte Spalte. Also haben wir in der ersten Spalte 0, in der zweiten Spalte 0 und hier haben wir B3 und eine 0. So, schön. Jetzt ist die Matrix fertig. Was fehlt? Es fehlt die Klammer. Also brauchen wir hier eine rechte Klammer und vor der Matrix brauchen wir eine linke Klammer. Left. So. Schön, fertig. Das ist also die Darstellung dieser Fortpflanzung hier. Und alles wird mit einer Multiplikation zwischen einer Matrix und dem Vektor der Populationen der verschiedenen Generationen zum Zeitpunkt D bestimmt. Gell? Also immer die alte Situation wird zur Matrix multipliziert und ergibt die neue Situation. Ja, das wäre die Idee. Was brauchen wir jetzt? Wir können das jetzt programmieren. Das heißt, ihr könnt euer Matrix-Modul nehmen. Ihr braucht dafür eine 4x4 Matrix. Ihr braucht die, ja, die Vektoren, gell? Also jeweils eine 4-1 und eine 4-1 Matrix. Und schon könnt ihr eine bestimmte Anfangssituation festlegen. Könnt ihr einlesen lassen oder festlegen. Ihr geht die Faktoren hier suchen. Das sind die Parameter unseres Modells. Und dann habt ihr schon fertig. Dann könnt ihr das Ganze ausgeben. Könnt ihr dann auch eine CSV-Datei machen. Das könnt ihr dann mit einer Tabellenkalkulation darstellen. Und dann seht ihr die Entwicklung unserer Bakterienpopulationen. Ja, das wär's für heute aus FB. Ich wünsche eine gute Arbeit.